Alter. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Video. In diesem Video wollte ich euch mal zeigen, wie ich mich vor einem Angeltag vorbereite. Was ich mache, woran ich denke. Dafür habe ich jetzt mal so ein paar Sachen hier hingelegt, beziehungsweise ich bereite mich jetzt zum Beispiel gerade vor. Ich werde morgen auf jeden Fall ans Wasser gehen für ein paar Stündchen. Und das ist genau das, was ich jetzt immer mache. Ich lege mir einige Sachen hier auf den Tisch. Ich checke mein Material. Das ist das allererste. Also erstmal checke ich mein Material auf Vollständigkeit. Zum Beispiel hier habe ich so eine Vorfachmappe, wo ich so Dropshot Carolina Vorfächer drin habe, die ich vorgebunden habe. Weil wenn man zum Beispiel wie ich am Wasser teilweise nur wenig Zeit hat, 2-3 Stunden, dann will ich meine Zeit nicht mit Vorfächerbinden vergeuden, sondern ich will sofort loslegen können. Heißt, wenn ich einen Abriss habe von einer Dropshot-Montage, dann will ich nicht anfangen zu knoten, sondern ich greife hier einfach rein und kann sagen, ach, jetzt mache ich mal einen Carolina-Rig ran oder ich habe hier auch noch vorgefertigte Dropshot-Rigs drin. Also so eine Vorfachmappe ist super, super, super praktisch und erspart einem viel Zeit und Ärger am Wasser. Wenn man nämlich zum Beispiel den Fisch sofort nachstellen will, dann kann man da reingreifen und kann sofort ein neues rausholen und in den Einhänger hängen. So, das allererste ist, ich check, wie viel Vorfächer habe ich eigentlich noch. Ne? Wie viel habe ich beim letzten Mal verbraucht, abgerissen. Wenn ich noch genügend habe, dann ändere ich daran nichts. Wenn ich jetzt wie jetzt nicht mehr genügend drin habe, dann fange ich natürlich an, einen Abend vorher mir neue Dropshot-Vorfächer zum Beispiel zu knoten und sie hier reinzupacken. Oder Carolina Rig. Das ist auch eine Frage dessen. Das wäre nämlich das nächste, was ich mache. Ich will ja nicht alles mitschleppen, auch nicht alle Rigs, die ich vorbereitet habe, mitschleppen, sondern ich frage mich vorher zum Beispiel, welche Rigs will ich in Summe fischen. Ich habe nur begrenzt Zeit, das heißt, ich will mich da nicht verrückt machen mit 20 Rigs oder Vorfächerarten, Führungsstilen, sondern ich sage mir, ich fische vielleicht maximal 2 oder 3 Rigs und auch nur die nehme ich mit. Also wenn ich sage, ich fische das Carolina Rig und ich fische das Dropshot Rig und ja, Gummifische oder Wobbler sind ja jetzt nicht wirkliche Rigs, aber so, dann nehme ich diese 3 Arten der Angelei mit, sage ich mal, und das war's auch. Die Dropshot Vorfächer und die Carolina Rig Vorfächer, wie man hier sieht, die bereite ich dann vor. Gummifische nehme ich dann einfach geriggt am Jigkopf mit und das war's. Und da gucke ich natürlich, dass ich alles habe. Habe ich die Gummifische, die ich will, mit? Was für ein Zielfisch will ich befischen? Das ist auch ganz wichtig. Bei mir ist es häufig der Barsch, der beste Feierabendfisch, sage ich mal, den es gibt. Was nicht bedeutet, dass er immer einfach zu fangen ist. Zumindest auch in gewissen Größen nicht. Aber der macht für mich am meisten Spaß. Und die Chance, sage ich mal, ist am höchsten, dass man da auch an seinen Fisch kommt. Deswegen, welchen Zielfisch will ich befischen? Danach richtet sich natürlich auch meine Vorfachwahl, die Feinheit der Vorfächer und auch die Köderwahl. Eben war ich ja schon bei Vollständigkeit. Ich gucke, habe ich noch genug Vorfächer, vorgebaute Vorfächer? Habe ich genug Kleinkram mit, also so Haken oder Wirbel oder Karabiner? Das ist auch das Schlimmste, wenn du plötzlich guckst, in deine kleine Kiste hier guckst und siehst, du hast nur noch einen Haken oder ein, was weiß ich, mit ein oder gar keinen mehr, weil du einfach zu voreilig warst und ohne zu checken ans Wasser gegangen bist. Dann fülle ich das natürlich auch wieder nach. Ich gucke natürlich hier, also das auch wieder auf Vollständigkeit prüfen, habe ich meine Lieblingswobbler, meine Vertrauensköder mit. Das checke ich alles ab. Und ja, gegebenenfalls, wenn was fehlt, fülle ich es nach, so dass ich auf jeden Fall weiß, mir fehlt an nichts, wenn ich am Wasser bin. Nächster Punkt ist der erste Punkt ist die Vollständigkeit. Also habe ich alles noch in der Hülle und Fülle, die ich sie am Wasser brauche, wie ich sie am Wasser brauche. Wenn ich das alles aufgefüllt habe, dann checke ich natürlich auch noch mein Material. Und das Wichtigste bei mir hier, jetzt habe ich mal meine Angel hier nochmal in die Kamera gehalten, ist, dass ich die Schnur checke. Also zumindest einmal die geflochtene Hauptschnur, die ersten paar Meter, einmal
mir anschaue, einmal mit dem Finger drüber fahre, mir genau angucke, habe ich da irgendwelche Schäden, Abrieb, ist da irgendwas aufgefranst, dass ich da auch keine Zeit verliere und auch keinen Fisch verliere. Ne? Das ist das Ärgerlichste der Welt, sage ich mal, wenn man einen schönen Fisch dran hat und dann reißt die Schnur an irgendeiner Schwachstelle. Das ist sowohl nicht gut für uns als auch nicht gut für den Fisch. Deswegen immer auch die Schnüre checken. Wenn ihr noch ein Fluorocarbon-Vorfach dran habt, wie ich jetzt hier, dann auf jeden Fall auch unbedingt einmal mit dem Finger rüber, einmal mit dem Auge drüber schauen und gegebenenfalls austauschen. Knoten checke ich auch einmal immer kurz. Hier die Verbindungsknoten einmal kurz anziehen und gucke, ob die auch noch halten, beziehungsweise ob er noch hält. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich quasi vorbereitet fürs Wasser. Also ich persönlich habe dann das Gefühl, dass ich alles gemacht habe, um so gut wie möglich und so ärgerfrei wie möglich am Wasser angeln zu können. Und vergesst auf jeden Fall nicht vor, nochmal einen Blick auf den Wetterbericht zu werfen, denn naja, es soll ja keine feuchte Überraschung geben. Von daher auf jeden Fall kurzer Blick auf eine Wetter-App. Regen, Sonne, bewölkt. Das ist natürlich dann auch, könnte auch für die, sage ich mal, sehr wetterabhängig angeln, also bei trübem Wetter, bei sonnigem Wetter, bei guter Sicht, bei schlechter Sicht und so weiter und so fort. Das könnte natürlich auch bei der Vorbereitung nochmal einen Ausschlag auf die Köderwahl oder auf die Köderfarbe, die man dann potenziell eher mitnimmt, haben. Von daher immer, und natürlich auch die Wahl der Klamotten, ne? Ganz klar. Ich meine, das ist wahrscheinlich selbstverständlich, kurz mal zu checken, wie das Wetter am nächsten Tag, am Angeltag ist, um sich dann entsprechend dann auch darauf vorzubereiten. Ne? Immer was mitzunehmen, was zu trinken, was zu essen, eine Kleinigkeit sollte man auch nicht vergessen, denn mit leerem Magen oder mit Hunger oder Durst zu angeln, weil man vielleicht zu hastig war und schnell, ich spreche da aus Erfahrung, man ist dann zu hastig, will schnell ans Wasser, hat lange gearbeitet, wie auch immer, und vergisst dann so eine Kleinigkeiten und dann steht man da im Regen oder mit knurrendem Magen oder mit trockenem Hals, weil man einfach, ja, zu schnell gehandelt hat. Ja, das war's auch schon. Also das ist so meine vorabendliche Routine, die ich durchführe, wenn ich am nächsten Tag angeln gehe. Dann nehme ich mir immer so 1 bis 2 Stunden Zeit, je nachdem wie lange es dauert. Manchmal weiß ich auch, dass alles relativ gut aufgefüllt ist. Dann checke ich nur noch die Schnüre, werfe einen Blick in mein Angelmaterial. So, ne, einmal überfliegen, in die Kisten einmal reingucken, zack, zack. Das Vorfachding einmal durchblättern und schon, das muss nicht stundenlang dauern. Das kann auch einfach ein flüchtiger Blick sein. Okay, alles da. Ich weiß, dass mir beim letzten Mal nichts abgerissen ist. Ich habe alles noch da. Da hat sich nichts verändert. Da muss ich auch nicht groß was nachbauen. Jetzt habe ich ein paar Abrisse gehabt. Deswegen werde ich nochmal ein paar Vorfächer vorbereiten. Köder muss ich jetzt nicht mehr nachladen. Gerade bei der Dropshot-Fischerei verliere ich beim Nosehooking doch den einen oder anderen Köder. Da muss man dann auch häufiger mal die kleinen Barschköder nachladen, sage ich mal. Und da ist es definitiv wichtig, da auch nochmal zu checken, dass man alles dabei hat. Haken in unterschiedlichen Größen oder. Also man muss natürlich auch gucken, ja, wo fischt man? Kennt man sein Gewässer, wo man hingeht? Geht man an ein fremdes Gewässer? Das sind ja alles Fragen, die ich an dem Vorabend für mich klären will. Deswegen sage ich, man muss sich meines Erachtens nach auf jeden Fall einmal vorbereiten. Wenn ich jetzt das Gewässer schon in- und auswendig kenne, wie meine Westentasche, dann fällt die Vorbereitung oftmals nicht mehr ganz so lang aus. Wenn ich aber weiß, ich fahre jetzt morgen am nächsten Tag morgens früh los mit einem Kumpel oder alleine an ein komplett neues Gewässer, was ich nur, sage ich mal, 1-2 Mal befischt habe oder ganz selten befischt habe, wo ich jetzt nicht davon ausgehen kann, ich weiß, dass die Fische da stehen könnten, die Spots kenne, wo man potenziell Fisch fangen könnte und so weiter und so fort, da fällt sowohl das Material, sage ich mal, ausführlicher aus, als auch die Vorbereitung. Ne? Ich weiß ja ungefähr, was ich brauche, weil ich gehe jetzt an Gewässer, was ich sehr gut kenne. Da bin ich auch absolut nicht der Fan von,
alles mitzunehmen, was man wirklich in seinem Köderrepertoire hat, sondern sich auf das Nötigste zu reduzieren. Also so viel wie nötig, so wenig wie möglich, ist mein Motto, weil man muss es halt auch alles schleppen. Ne? Also gerade für mich als Barschangler oder überhaupt als jemand, der sehr viel läuft, sehr viel Strecke macht, nicht zum Spaß, sondern einfach, weil die Fische jetzt auch gerade im Herbst, Winter nicht immer an den Hotspots, wie sie im Sommer waren, zu finden sind, sondern man muss halt wirklich suchen und das kostet viel, viel, sag ich mal, Zeit natürlich, aber auch Kraft, weil man die ganze Zeit seinen Kram schleppen muss. Ne? Und das ist ja auch schon nicht wenig mit Rute, Kescher und Köderkisten und so. Deswegen versuche ich das so gering wie möglich zu halten. Und weil ich auch bei jeder Angeltour merke, ich habe einfach zu viel mitgehabt. Ich habe schon reduziert und trotzdem habe ich viele Köder gehabt, die ich null gefischt habe. Man hat so seine Vertrauensköder, auf die beißt man was, man probiert dann zwei, drei Sachen aus. Und im Endeffekt fischt man häufig die gleichen beziehungsweise nur wenige Köder, aber dafür intensiver. Und davon bin ich auch eher der Fan, dass ich die Köder nicht so häufig wechsle und ihnen mehr Vertrauen schenke. Ja, dann lieber mal die Stelle wechsle, wenn ich merke, ich habe die abgefächert und da beißt einfach nichts, dann wechsle ich nicht den Köder und bleibe an der gleichen Stelle. Ich fische ja auch schon so die Stelle ab, dass ich die unterschiedlichen Tiefen abfische. Grund, Mittelwasser, Oberfläche oder oberflächennah. Und auch da mal variiere, also mal Spinner, also so Searchbaits, Crankbait, Gummifisch. Und dann auch erst wechsle. Aber das war's dann auch. Ne? Ich ändere jetzt nicht die komplette Montage oder ich versuche dann auch von meiner Strategie erstmal nicht abzuweichen, solange sie nicht komplett für einen Eimer ist. Klar muss man am Wasser flexibel bleiben und deswegen gehe ich auch nicht nur mit einem Köder los, ne? Sondern ich habe schon ein paar mehr, sieht man ja hier auch hier, das sind ja ein paar mehr Wobbler und ein paar Gummifische. Jetzt ist das auch nicht alles das, was ich jetzt mitnehme. Es ist noch einiges, was ich jetzt hier nicht im Bild habe. Aber man sollte versuchen, nach jedem Angeltag auch zu gucken, was war völlig unnötig mit. Was brauchte ich überhaupt gar nicht an dem Gewässer? Was macht keinen Sinn? Zu schwere Bleikäufe mitgenommen, brauchte ich gar nicht, weil gar nicht so tief oder überhaupt keine Strömung, keine Ahnung. Also so, das muss man auf jeden Fall danach auch nochmal checken. Also so einmal eine Vorbereitung und vielleicht eine kleine Nachbereitung. Das kann man ja in einem machen, dass man sagt, während ich mich vorbereite, denke ich nochmal über den letzten Angeltag an dem gleichen Gewässer nach und was habe ich da eigentlich gar nicht gebraucht, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, was ich trotzdem mit hatte. Ne? Das nehme ich dann einfach wirklich konsequent raus. Das ist wie beim Ausmüllen bei anderen Dingen. Ne? Man hat tausende Sachen, von denen man denkt, man braucht sie vielleicht noch und dann liegen sie ein, zwei Jahre rum und man hat sie trotzdem nicht benutzt. Das ist beim Angeln bei mir ähnlich. Und da habe ich mir auf jeden Fall auch mal auf die Finger gehauen und gesagt, komm, du musst auf jeden Fall mal aufräumen und teste es einfach mal aus. Teste es einfach mal aus, dann hast du 2 Stunden, 3 Stunden dich vielleicht geärgert, dass du einen Köder vergessen hast, aber teste es mal aus und schau, ob es dich wirklich so doll ärgert. Und ich muss auch dazu sagen, ich unterscheide da auch schon, was ich mitnehme, ob ich einen ganzen Tag fischen gehe, am Wochenende zum Beispiel von morgens bis abends, oder ob ich wirklich nur nach dem Feierabend für 2 bis 3 Stunden, manchmal auch nur anderthalb, angeln gehe. Da muss man dann auch ehrlich gestehen, da brauche ich auch nicht 100 Köder. Die schaffe ich gar nicht. Sogar wenn ich es wollte, würde ich es gar nicht schaffen, die zu fischen. Und dann würde ich wirklich mehr Zeit verbringen, die Köder zu wechseln, als dass der Köder im Wasser ist. Und das macht ja auch keinen Sinn. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt genug geschnackt. Bereitet euch auf jeden Fall gut vor am Wasser, damit ihr auch am Wasser den größtmöglichen Spaß und die größtmögliche Entspannung habt, ohne euch, sage ich mal, stressen zu lassen, dass ihr Abrisse habt wegen einer defekten Schnur oder weil ihr was vergessen habt und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Format hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich über die Kommentare wissen. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video gerne, wenn ihr es mochtet. Ich wünsche euch alles Gute, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.